bin mal wieder am Rhein unterwegs beim Goldwaschen. Wie versprochen, dieses Wochenende neues Video mit meinem selbstgebauten Highbanker. Ihr seht dann nochmal. Oh, das ist der Highbanker. Ah, bisschen provisorisch zusammengebastelt. Alles so Diamantbleche. Der Auswaschbereich. So. Pumpe liegt im Wasser. So, dann würde ich sagen. Wichtig ist auch, alle Luftblasen aus den Matten rauszumachen, weil sonst bleibt in den Luftblasen kein Gold hängen. Da, wo die Luftblasen sind. Ganz wichtig, Luftblasen entfernen. Gut. Ja, die Rinne wäscht ganz gut. So, ich habe eigentlich nur diese kleine Matte unter dem Riffelblech. Die habe ich kurz in der Pfanne ausgewaschen, den Rest habe ich erstmal im Eimer gepackt. Aber die habe ich ausgewaschen, ganz klein. 20, sagen wir mal 20 mal 20 cm. 15 Minuten geschaufelt, habe ich ausgewaschen. Und jetzt zeige ich euch mal mit dem Makro, was in der Pfanne war von 15 Minuten in der kleinen Matte, die oben in der Ecke war. Nicht in allem, nur in der kleinen Matte. Wie gesagt, läuft ganz gut. Das ist so der Haufen, den ich gerade gewaschen habe. Noch nicht groß. Wie gesagt, in der kleinen Matte von da war schon die 30 Flitter, 20 Flitter waren da drin. Wie gesagt, im Eimer habe ich noch den Rest vom Auswaschen. Ja, dann lassen wir die jetzt nochmal anlaufen. Ja Leute, ich bin wieder fertig am Schaufeln. Gerade angemacht. Der Haufen ist auch ein kleines bisschen größer geworden. Ja. Hab jetzt mal mit den Matten noch mal ein bisschen anders. Die Matten noch mal ein bisschen anders eingelegt. So den Magneten da drunter zum Fangen. Der Magnet läuft ganz ruhig. Machen wir mal weiter.
gesagt, ich habe auch nicht so viel Geld investiert in meine Goldwaschanlage, in den Highbanker. Hab den eigentlich mehr aus allem möglichen Kram zusammengebastelt. Aus U-Schienen, hier aus U-Profilen, U-Blechen, Feinriefenmatten für Werkzeugschubladen. Und ja, da habe ich mir dann einfach so ein paar Kabelbinder draufgeklebt in die Riefen, damit ich ein paar größere Riefen habe. Gucken, ob man das sehen kann. Alle so ein bisschen unterschiedlich angeordnet. Einmal mit kurzen Abständen. Da habe ich noch eine mit etwas größeren Abständen. Wie gesagt, da muss man am Anfang auch nicht viel Geld investieren, um sich da eine Anlage zu bauen. Da reicht halt eigentlich kleine Mittel, günstige Gummimatten, ein paar Kabelbinder. Nach und nach kann man sich dann immer mal wieder was dazu kaufen, mal eine neue Matte. Wie gesagt, Miners Moss habe ich mir auch damals gekauft. Das ist einmal das richtige Miners Moss, kann man sich auch holen. Wie gesagt, als Gummimatten habe ich erstmal die genommen, weil die anderen relativ teuer sind. Man kann auch Fußmatten vom Auto nehmen, aber ich probiere die erstmal aus.
ausgewaschen. Liegt nichts mehr drin. Eimer haben wir jetzt auch. Ist ungefähr bis zu dem Drittel, ja, ein gutes Drittel, fast ein Drittel gefüllt an Auswaschmaterial. Mal schauen, was sich da noch drin versteckt. Wie gesagt, beim Auswaschen hole ich euch nochmal dazu. Und dann schauen wir mal. Das war in der Pfanne, das war drinnen, jetzt nicht die Welt, aber für die neue Stelle ist das schon gar nicht schlecht. Ich werde demnächst noch eine andere Stelle ausprobieren, mal sehen, wie ergiebig die ist. Ja, seid beim nächsten Mal einfach mit dabei und viel Spaß!